Ich will euch auf eine Reise mitnehmen. So, tadada. Ich bin nervös, ich bin aufgeregt, ich freue mich sehr. Ein riesengroßer Step in Richtung Freiheit. Guten Morgen. Erstmal die Brille aufsetzen und dann weiterreden. Ich will euch auf eine Reise mitnehmen, die mir mega Angst macht. Ich will meine Augen lasern lassen. Das wollte ich schon immer. Und ihr seid auf jeden Fall dabei. Ich bin echt gespannt, was so passiert. Also ich habe schon ein paar Jahre gezögert damit, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So ist es nämlich. So, ich nehme euch mal mit zur Arbeit. Hi. Wir müssen ein bisschen leise sein, alle arbeiten. So. Ja, ich bin eigentlich Kontaktlinsenträgerin, aber wie ihr seht, habe ich eine Brille auf. Das Tragegefühl ist furchtbar. Ich fühle mich gar nicht wohl. Ich fühle mich sehr schlapp und einfach nicht fit. Und ich kann es kaum abwarten, bis sich das mal ändert. Und auch beim Moderieren ist es jetzt echt nicht ideal, immer mit der Brille dazustehen. Und apropos Moderieren, ich zeige euch mal das Studio. Das Studio. Hier sind wir im schönen Studio und ich denke, hier könnten wir ein bisschen ungestörter reden. Ich bin super aufgeregt. Ich bin ganz ehrlich, ich bin nervös, ich bin aufgeregt, ich freue mich sehr. Es ist ein riesengroßer Abschnitt in meinem Leben, eine neue Veränderung, ein neues Kapitel, ein neues Lebensgefühl. Es ist ganz banal, aber ich kann es kaum erwarten, aufzuwachen und alles um mich herum scharf zu sehen. Das ist eigentlich sehr simpel, ne? Aber dieser Moment, ich werde es auf jeden Fall festhalten. Nichts ist so schlimm für mich, wie aufzuwachen und nichts sehen zu können und mich dann irgendwie auch hilflos zu fühlen. So, ich habe mich schon ein bisschen im Vorfeld informiert. Wir schauen uns erstmal den Online-Eignungstest an. Das macht man nämlich als allererstes, bevor man überhaupt hier einen Termin vereinbart. Auf neue-augen.de. Ah, hier haben wir den Online-Augenlaser-Eignungstest. Wir klicken mal drauf. Welche Sehhilfe tragen Sie? Kontaktlinsen oder Brille, ich würde mal sagen beides. Dioptrien, linkes Auge. Wir sind hier ungefähr bei -3 und hier bei -4. Und Hobbys haben wir Lesen. Damit ist der Eignungstest schon abgeschlossen. Dann schickt man ihn ab und dann ist der Eignungstest schon erledigt. Easy, oder? Okay, Leute, ich bin jetzt aus dem Zug ausgestiegen und laufe zu Banyai Augenheilkunde. In Stuttgart ist das. Ich bin schon nervös, ich schwitze. Heute wird die große Voruntersuchung gemacht. Ich weiß nicht genau, was da so passiert. Ich bin trotzdem nervös. Also ich weiß, dass mein Auge gemessen wird. Es ist natürlich noch nicht die Laserbehandlung, aber es ist trotzdem ein riesengroßer Step in Richtung Freiheit. Und ja, ich bin einfach nervös, aber super, super happy. Mal schauen, was so passiert. Da steht es schon ganz groß. Banyai Augenheilkunde. Let's go! Ich habe echt lange drauf gewartet und jetzt ist es soweit. Ziemlich surreal. Ah. Okay, gehen wir mal rein. Morgen. Guten Morgen. Vicky, dich kenne ich ja schon. Ja, guten Morgen. Hi, Tag. Herzlich willkommen zurück. Heute ist dein großer Tag. Mhm. Die Sonja macht bei dir die Voruntersuchung. Sehr schön. Michelle sitzt auch hier. Hi, also wir sind toll. Alle für dich da. Ein super Team. Ich bin nervös, aber ich freue mich. Es wird cool. Dann darfst du kurz Platz nehmen. Dankeschön. Gerne. So, wird mit dir die Voruntersuchung machen und wird vorschlagen, wir starten direkt durch. Let's do it. Ja? Ja. Du wirst sehen, das macht Spaß, die ganzen Messungen, die wir zusammen machen. Ja. Was wird denn jetzt als erstes gemacht? Wir machen als allererstes die ganzen Gerätemessungen. Wow, das sind aber viele Geräte. Genau, also ganz, ganz viele Untersuchungen von deiner Hornhaut, vom Augenhintergrund, dass wir einfach ganz viele aufschlussreiche Messungen haben. Dann würde ich sagen, starten wir, oder? Wir starten. Das setze ich auf dein rechtes Auge drauf. Das ist quasi nur die Fläche wirklich, wo wir dann das Lasern machen. Auch das nur im oberen Bereich. Also wir gehen nicht ganz tief runter. Ja. Und da wird dann ein kleines Scheibchen dann entnommen. So, Tara, mit den Messungen an den Geräten sind wir fertig. Jetzt geht es weiter zur nächsten Station, nämlich die Sehstärkenmessung. Okay, ich bin auch gespannt. Noch mal ja, das sieht super aus. Ich tue schon mal rein.
Wir machen ja morgen bei mir die Smile-Pro-Methode. Richtig, genau. Die ältere Methode ist ja die Smile-Methode. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Ja, der Unterschied zwischen der Smile und der Smile Pro ist, dass die Laserphase anstatt 30 Sekunden nur noch 10 dauert. Wow. Ja. So eine Laserbehandlung, die kostet ja ein bisschen Geld. Was für Möglichkeiten gibt es so als Patientin, sich das zu leisten oder zu finanzieren? Ja, also wir bieten die Möglichkeit an, über 24 Monate das ganze zinsfrei zu finanzieren. Ah, das ist ja ganz gut. Flexibel. Man kann auch eine Anzahlung vorneweg machen, den Rest finanzieren, komplett alles finanzieren. Individuell. Ganz genau. Können wir uns den OP-Saal anschauen? Ja, klar. Komm, ich zeig's dir. Super. Ich bin gespannt. So, tadada. Wow. Das ist dann der OP-Saal. Und zwar genau hier auf dieser Liege wirst du liegen. Genau. Das ist mein Freund und Helfer. Ganz genau. Mit der wir dir zum besseren Sehen verhelfen oder zum guten Sehen. Ich weiß nicht, wieso ich gedacht habe, dass ich sitze und ja. Aber ich glaube, liegen ist besser. Liegen ist besser, absolut. Ja. Toll, ich freue mich auf morgen. Ja, ich freue mich auch. Super. So, jetzt noch ein Step. Die letzte Untersuchung vom Arzt vor der OP morgen. Ich klopfe mal. Hallo. Hallo, ich bin Dr. Ramidiani. Ich bin Tara, hallo. Bitte, nehmen Sie Platz. Dankeschön. So, die Brille bitte einmal absetzen. Okay. So, kommen Sie nach vorne. So, Dr. Amerianians, morgen ist ja der große OP-Tag. Mhm. Muss ich irgendetwas Besonderes beachten? Also wenn ich jetzt zu Hause bin, kann ich schlafen? Darf ich Sport machen? Und was für ein Gefühl habe ich dann? Ja, also morgen nach der OP, Sie sehen ein bisschen verschwommen, ein bisschen milchig. Die Augen werden tränen, brennen, Sie haben Fremdkörpergefühl. Sie müssen nur morgen viel tropfen, Augen zumachen. Und wenn ich muss ja die Sonnenbrille tragen. Genau. Ja. Und die hat ja keine Sehstärke, aber ich sehe schon genug, dass ich nach Hause komme. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, doch. So, wir sind jetzt durch, oder? Ja, genau. Dann wir sehen uns morgen. Super, vielen, okay, vielen Dank. Viel Erfolg. Dankeschön, bis morgen. Bis morgen. Jetzt bin ich schon auf jeden Fall sicherer. Ich habe ein paar Infos eingeholt. Und jetzt kann es losgehen. Ich freue mich. Heute werden meine Augen gelasert. Ich hätte diese Beruhigungstablette einnehmen sollen. Ich hole gleich meine Sonnenbrille, dann sehe ich schon viel cooler aus.